Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen zu Teil 2 hier bei mir aus der Reha. Ja, heute haben wir den 7.11. und ja, die neue Woche beginnt und ich habe noch 9 Tage vor mir. Ja, ich habe immer so eine Liste hier, wo immer alles draufsteht, was den Tag über so anliegt, die ganzen Anwendungen. Und heute wird das ja wieder ein sehr spannender Tag mit Übungsgruppe nach dem Frühstück, ärztliche Beratung, Gespräche, Visite, Hypertonie-Schulung wegen dem Blutdruck, Fahrradergometer, ja, dann Messung Beindurchblutung, physiologische Einzelberatung, das ist das mit dem Psychologen. Ja, Schulung, Ernährung und Bluthochdruck nochmal. Ja, das ist mein Tag heute. Immer mit ein kleines bisschen Zeit dazwischen, dass man dann von einem Ort zum anderen kommt. Ja, aber jeden Morgen erstmal muss man ja hoch aufstehen, vorne. Also beziehungsweise erstmal hier den Blutdruck messen. Da habe ich mein eigenes Gerät hier und alles eintragen auf den kleinen Zettel, den müssen wir dann vorne im Pflegedienstzimmer abgeben, nachdem wir uns denn da auch gewogen haben. Ja, diese Daten, die brauchen die irgendwie jeden Morgen bis um 8 Uhr. Halb 8 ist Frühstück, also muss das alles irgendwie schon vorher passieren. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was der Tag heute bringt. Dann starten wir mal in den selbigen. Bis später. Ja, danke. Tschüss. So, der Arzt war gerade da. Ich hatte ja erst Sport. So ein bisschen Hanteltraining war ja heute angesagt. Und ja, jetzt war der Arzt gerade da. Jetzt haben wir darüber gesprochen mit meiner Medikation, dass wir eventuell die Medikamente noch ein bisschen drosseln, um meinem Schwindelgefühl und so, um dem Blutdruck so ein bisschen entgegenzuwirken, beziehungsweise, dass der Blutdruck nicht zu weit nach unten geht. Ja, bin ich gespannt. Ne? Das hatte ich hier, letzte Woche habe ich ja Qigong gehabt. Das tat irgendwie meiner Schulter und mir irgendwie gar nicht gut, beziehungsweise meiner Schulter tat es nicht gut und mir hat das irgendwie nichts gebracht mit diesen Energieflüssen und nee. Ich habe ihn jetzt gebeten, dass er mich in die andere Gruppe mit reinnimmt, dass ich jetzt längere Wege draußen laufen kann. Ja, der Arzt sagte mir auch, dass der beim EKG, dass man da gesehen hat, dass irgendwie der Herzschrittmacher doch zwischendurch jetzt immer noch mal anspringt und deswegen habe ich auch meistens immer so ein Level um die 60 Pulsschläge, das hält er wohl auch immer da ganz gut. Und naja, ich hatte ja gehofft, dass ich VR, der Knotenpunkt im Herzen, dass er sich so ein bisschen erholt und dass er so ein bisschen auch ja, sich so von alleine regeneriert und so dann auch ganz gut funktioniert, ohne dass der Schrittmacher groß einschreiten muss, aber so wie es aussieht, springt er ja doch immer mal wieder an. Das merke ich selber so gar nicht. Für mich fühlt sich das so an, als wenn ich jetzt die ganze Zeit überhaupt keine Hilfe von dem Schrittmacher hatte. Aber er scheint wohl ein bisschen mitzuregulieren, sobald ich mich körperlich betätige, beziehungsweise wenn ich Sport habe oder wenn ich versuche, die Treppen zu steigen, dann springt er wohl irgendwo ein bisschen mit ein. Ja, mal gucken. Ja, ich hatte darum gebeten, dass man den Schrittmacher mal auslesen könnte irgendwie. Und er will das nochmal ansprechen, ob das denn möglich ist.
Ansonsten muss ich das beim Kardiologen machen und dann sagt er mir, was los ist. Okay, gut. Gleich habe ich den nächsten Termin. Auf, auf! Die Hypertonie-Schulung ist jetzt nun auch vorbei. Es ging um den Bluthochdruck, wie man ihn vermeiden kann, im Auge behalten kann und ja, mit Hilfe des Arztes und Medikamenten wieder runterbekommt. Ja, das wichtiges Thema, sehr wichtiges Thema. Das meiste, was angeschnitten worden ist, ist bei mir tatsächlich schon am Laufen. Das heißt, ich werde ja ärztlich betreut, ich bekomme Medikamente gegen Bluthochdruck und ansonsten bin ich ja am Abnehmen. Das sind alles Sachen, die das fördern. Zum Glück trinke ich nicht allzu viel Alkohol. Das wäre dann wieder ein negativer Punkt in der ganzen Geschichte. Ja, aber schauen wir einfach mal, wie das jetzt sich so weiterentwickelt. Na? Ja, jetzt wollen wir dann gleich mal noch ein bisschen aufs Fahrrad und noch ein bisschen den Ergometer quälen. Und dann ist Mittag. So, Viertelstunde Radfahren erledigt. Falls jemand was damit anfangen kann, ich hatte eine Wattzahl von 60 und hatte so einen Durchschnittspuls von 66. Also denke ich, dass ich jetzt auf 75 Watt so langsam aufstocken kann. Und dann wollen wir mal sehen, wie mein Puls dann hochgeht. Man darf ja immer nicht vergessen, dass ich ja Medikamente nehme, um den Puls unten zu halten. Ein bisschen darf er ja dann noch weiter hochgehen. So, gleich 11:30. Mittagessen ist angesagt. Dafür ist hier auch alles in Gruppen eingeteilt, nach Etagen. Das heißt, um 11:30 kann der dritte und der fünfte Stock zum Essen gehen. Wir haben 40 Minuten Zeit für die Mahlzeit und dann kommt die nächste Gruppe. Ja, wir sitzen immer fast alle alleine am Tisch und wenn wir dann weg sind, kommt dann ja die nächste Gruppe. Ja, also höchstens 2 Leute diagonal an einem Tisch. Aber bei mir ist das so, ich sitze die meiste Zeit alleine. Mit mir will keiner was zu tun haben. Okay, gut. Ja, ich kann schon Späße machen. Das ist ein gutes Zeichen. So, dann wollen wir mal. Ich habe Hunger. So. Ah, mein liebster Platz hier am Fenster. Wenn der Wind reinpustet, das ist immer das Schönste. Ja, Mittagessen ist erledigt. Es gab Frikadellen, Gemüse und Kartoffeln. Dann vorweg einen schönen Salat. Hinterher gab es dann ein bisschen Obstsalat. Ja, war sehr nett und sehr lecker. Ja, jetzt war ich eben bei der Messung Beindurchblutung. Ist auch schon erledigt, ob eben halt das, was das Herz quasi auf den Weg schickt, ob das überall gleichmäßig ankommt, haben sie durchgemessen. Alles gut. Positive Nachrichten ist doch mal was Schönes. So, jetzt habe ich gleich das Gespräch beim Psychologen. Bin ich auch sehr gespannt, was da auf mich zukommt.
Und danach berichte ich euch auf jeden Fall. Versprochen. Vielen Dank. Macht er nicht. Nee, keiner. Nee, wir wollen keiner. Ja, psychologische Einzelberatung hatte ich jetzt eben gerade. Und dreiviertel Stunde hat das gedauert. Sie hat sich meine Geschichte angehört und ja, ich muss dazu sagen, dass ich diese psychologische Einzelberatung angefordert habe. Das war vor 2 Wochen, als ich quasi aus Lübeck zurückgekommen bin. Und war ich ja so am Boden zerstört, auch mental am Ende, dass ich da, dass ich nicht wusste, wie ich da wieder rauskommen soll. Ne? Inzwischen muss ich sagen, habe ich mich sehr gut gefangen, auch dadurch, dass natürlich auch nichts weiter passiert ist jetzt bei mir, habe ich Hoffnung geschöpft, dass das jetzt weiter bergauf geht. Und ja, wir haben noch mal ganz viel über Ängste gesprochen. Die Angst ist ja immer da, ne? Das wird auch so bleiben. Die Frage ist eben halt nur, wie man mit der Angst umgeht in der Zukunft. Ne? Ob man die akzeptiert. Vielleicht hilft einem die Angst ja auch dabei, einige Sachen vorsichtiger anzugehen. Das heißt, irgendwie im Alltag, musst du das jetzt noch machen oder stresst du dich damit oder muss das jetzt noch alles schnell gehen oder machst du das dann doch lieber ganz in Ruhe morgen? Es sind so viele Dinge, wo die Angst einem auch ein Freund sein kann und helfen kann, mit einigen Sachen besser klarzukommen. So, und da muss man denn eben halt drüber nachdenken. Ne? Das ist jetzt, ich will das jetzt hier auch nicht weiter ausbauen. Aber was mir eben halt auch sehr geholfen hat, dass ich in einer, also es steht noch am Anfang, aber ich bin in einer Selbsthilfegruppe hier, DEFI Hamburg. Und das sind alles in Anführungsstrichen Gleichgesinnte, die teilweise auch Schlimmeres erlebt haben als das, was ich erlebt habe. Und da wurde ich jetzt in der WhatsApp-Gruppe super lieb aufgenommen und kann da jede Frage stellen, die ich möchte, alles, was mich beschäftigt. Von sich aus kommen da auch ganz, ganz viele Beiträge, wo mir die Leute ihre Geschichte erzählen. Das ist schon toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da freue ich mich dann auch schon drauf, vielleicht den einen oder anderen dann nachher mal persönlich kennenzulernen. Da gibt es wohl auch Videotreffen. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, war auch die richtige Entscheidung, mich mal mit sowas zu beschäftigen. Und wie ich das schon öfter gesagt habe, und dann sehen wir jetzt einfach mal weiter. Ne? Also es ist einfach kein Stillstand, es muss einfach weitergehen. Ne? Alles andere liegt jetzt hinter mir. Das kann ich sowieso nicht ändern, was jetzt passiert ist. Aber ich muss einfach weiter nach vorne gucken. Ne? Ja, das war das mit der psychologischen Einzelberatung heute. Und gleich habe ich Schulung, Ernährung und Bluthochdruck. Noch ein Thema. So, und dann, das ist jetzt 15 Uhr und danach, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, danach ist dann auch erstmal wieder Schicht im Schacht bis 17 Uhr. Dann ist Abendessen und dann ist in Anführungsstrichen Feierabend. Dann muss ich hier auch unbedingt raus und nochmal ein paar Schritte gehen, frische Luft schnappen, weil irgendwie war der Tag heute so voll geproppt. Ja. Naja, gut, dann gucken wir mal, was Ernährung und Bluthochdruck jetzt noch so bringt. Ne? Auch da werde ich euch dann gleich kurz berichten. Bis gleich. Oh Gott, ey, bin ich müde. 16 Uhr haben wir jetzt. Der Reha-Tag ist ja soweit zu Ende. Quasi, wir haben jetzt hier mehr oder weniger Feierabend. Um 17 Uhr gibt es dann Abendbrot und danach ist auch sowieso Daddeldu.
Ja, heute sehr viel Input gekriegt. Jetzt eben gerade war ja Ernährung und Bluthochdruck. Da war Salz ein Riesenthema. Ja, dass wir eben halt täglich das empfohlene Wert 6 Gramm Salz, also nicht mehr. Und das hast du schon in den meisten Grundnahrungsmitteln, ist das schon automatisch mit drin, ohne dass du selber irgendwo Salz dazuführst. Ja, ist schon, wenn man das nochmal wieder so vor Augen geführt bekommt, ist schon heftig, ne? Wenn man darüber nachdenkt, dass man ja, wo man überall Salz dann nochmal dazu macht beim Kochen oder übers Frühstücksei oder sonst wie, überall ist irgendwo Salz drin, in Getränken oder im Käse oder sonst wo, ne? Also du kommst ja ganz schnell darüber hinweg. Also, ja. Also Maximum ist irgendwie wohl 12 Gramm. Das darf überhaupt nicht überschritten werden oder sollte nicht überschritten werden. Ja, müsst ihr euch selber mal das aus dem Internet raussuchen. Das ist schon, das ist ein Riesenthema, ne? Und hier, gerade hier in der Herzklinik mit vielen Leuten, die Bluthochdruck haben, ist das natürlich ja Thema Nummer eins, ne? Der Bluthochdruck und dass man den dann irgendwie runterkriegt und nicht auch noch fördert. Ja, Leute, das war ein typischer Reha-Tag hier in der Kurschmann-Klinik, in meiner Reha aktuell. Und ja, ich hoffe, das hat euch mal wirklich so ein bisschen Einblick gegeben, wie sowas hier abläuft. Ich wünsche allen von euch, dass ihr nicht in diese Situation kommt, in so eine Klinik zu müssen. Dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und munter und sicherlich gibt es noch mal ein drittes Video zur Reha mit einem Fazit von mir. Also, wir sehen uns noch. Alles Gute. Tschüss, euer André.